Ölgemälde enthalten zahlreiche Anspielungen auf Haitzingers Kindheitserlebnisse oder auf die Werke großer Künstler wie den Hirtenknaben von Franz von Lenbach. Es sind zauberhafte Welten fernab der Karikatur, die die Realität ja einfängt und zuspitzt. Auf die Idee kam ich eigentlich schon seit früher Jugend, bloß hat es sich einfach so ergeben, dass ich auch aus kommerziellen Gründen sehr früh bei der Karikatur sozusagen hängen blieb. Das hat mir auch ein Leben lang Spaß gemacht, aber ich kam nicht mehr zum Malen. Und seit 20 Jahren habe ich jetzt ein Atelier und male auch wieder und hole da das nach, was ich eigentlich mein Leben lang so im Kopf mit mir rumgetragen habe. Das ist von Peter Bruegel, dem Älteren, der Turmbau zu Babel. Das ist ein Bild, das hängt in Wien im Kunsthistorischen Museum und das habe ich wahrscheinlich zum ersten Mal in meinem Leben mit 12 Jahren gesehen und seither fasziniert und begleitet mich dieses Bild. Dieses Bild habe ich jetzt praktisch kopiert, den unteren Teil, also die Formate meines Bildes haben eine Relation 1:1 zum Original von Bruegel, bloß habe ich es weiter fantasiert. Es hat mich immer ein kleines bisschen gestört, dass das Bruegel-Bild da unter den Wolken auf einmal aufhört und ich habe das in meiner Fantasie immer noch weitergebaut und habe dann versucht, eben aus meiner Idee mehr oder weniger zumindest zur Hälfte ein neues Bild zu machen. Nun ist ja der Turmbau zu Babel ein Symbol für menschliche Hybris, für Größenwahn. Und wenn Sie genau hinsehen, steht bei mir der Turm bereits auf einer Ruine, die ihrerseits schon wieder versunken ist, wird nach oben über den Wolken weitergebaut und links oben sehen Sie den kleinen Turmbau nochmal. Also der Irrsinn sozusagen hört nie auf. Die Bilder sind ja hundertprozentig und konsequent gegenständlich. Was die Menschen drauf sehen, dürfen sie auch so sehen, wie sie wollen und wie sie es deuten. Ich habe immer ein sehr intensives Verhältnis zu alten Mauern und vor allem zur Natur gehabt, vor allem auch zum Wasser. Ich glaube, in all meinen Bildern gibt es immer mehrere Ausblicke und mehrere Möglichkeiten der Orientierung. Wenn Sie das vielleicht schon mal beobachtet haben, eine ledierte, abbröckelnde Mauer an sich schon eine Landschaft ist und sich mit einer draufgemalten verbindet, entstehen da für mich einfach sehr, sehr reizvolle Kombinationen, die ich versucht habe, da einzufangen. Das ist jetzt eine Arche Noah-Variante der ganz persönlichen Art. Obendrauf steht mein Haus, in dem auch mein Atelier drin ist. Sie sehen hier wieder auch in den Plankenwänden Durchbrüche mit verschiedenen Landschaften. Die Arche Noah ist ein Thema, das mich beschäftigt seit meiner Kindheit. Ist für mich ein Symbol für Überleben, für Geborgenheit, für Sicherheit, für dafür, dass etwas weitergeht, auch wenn drumherum die ganze Welt untergeht oder die ganze Situation desolat ist. Das ist also die weitgehend noch intakte Arche. Und hier sehen Sie einfach die gestrandete Arche, die langsam ihrem Untergang entgegensieht. Vergänglichkeit hat natürlich auch einen ganz großen makabren und auch ästhetischen Reiz. Etwas inspiriert von Bruegels Turmbau zu Babel, der ja auch eine Bruchstückhaftigkeit vorführt, die allerdings im Aufbau begriffen ist, wollte ich da etwas zeigen, was bereits dem Untergang geweiht ist. Ich kann mich bloß noch undeutlich erinnern, dass ich bei irgendeinem Ausflug mit meinen Eltern in irgendeinen Abgrund geguckt habe und mir da etwas zusammenfantasiert habe, was natürlich gar nicht vorhanden war, was mir aber trotzdem tagelang bzw. den Rest meines Lebens irgendwo beschäftigt hat, das auf einer untergegangenen Welt eine neue aufbaut. Und das habe ich versucht in ein
Bild zu komponieren mehr. Ich male wirklich nur noch das, was ich in der Natur vorfinde an Strukturen, weil alles andere wirklich armselig dagegen abstinkt. Bewegung oder den Rhythmus eines Geästes übergehen zu lassen in Wolkenformationen, wiederholt sich alles. Das geht im Grunde genommen auch in der Natur alles ineinander über und wird auf irgendeiner Ebene immer wieder eins. Ich habe sehr gern auch Rübezahl-Märchen gelesen. Und da kommt doch diese Geschichte vor, wo Rübezahl also die Prinzessin entführt in die Unterwelt. Ja, und auf einmal landen sie dort in einer wunderschönen Landschaft mit blühenden Wiesen und Sonnen. Und ich dachte mir, wie geht das jetzt? Die sind doch jetzt gerade erst in den Untergrund abgetaucht. Wieso ist der Sonnenschein? Und warum sind da blühende Wiesen? Also muss es in der Welt drinnen noch mehr eine geben. Das war ein Gedanke, der mich auch seit Kindheit beschäftigt und nicht mehr losgelassen hat. Und den habe ich in diesem Bild umgesetzt. Dieses Bild streift eigentlich den soeben besprochenen Gedanken nochmal, bloß mit einer zusätzlichen Variante. Ich habe da oben den Hirtenknaben von Franz Lehmbach rein kopiert. Ich habe mich also mit diesem Bild sehr auseinandergesetzt. Das ist also genau der Bub, der noch Kuhmist und Heu stinkt und mit dem ich mich total identifizieren kann. Ich finde, das ist eins der schönsten Bilder von Lehmbach überhaupt. Für mich eine unbeschwerte Glückseligkeit ausstrahlend. Der ist glücklich, er weiß es bloß nicht, aber er wird es irgendwann mal wissen. Und ich habe mir vorgestellt, dass der sich das zusammenträumt, was ich da unter ihm gemalt habe. Also da habe ich mir ehrlich gestanden vorgestellt, wenn jetzt die Außenmauern vom Turmbau zu Babel zusammenkrachen, was dann für ein Skelett übrig bleiben würde. Es wäre jetzt, glaube ich, den Bildern nicht dienlich, wenn man die zu detailliert mit irgendwelchen Inhalten überfrachtet. Ich möchte gute Bilder machen, also kompositorisch gute Bilder, wo Bewegung auf Gegenbewegung reagiert, wo das Verhältnis von Farbigkeit stimmt und dass das Ganze immer in einer wiederkehrenden Märchenwelt sich abspielt, ist halt mein unauslöschbarer Infantilismus. Das ist natürlich manchmal sehr verführerisch, ja, wenn man so vor dem halbfertigen Bild steht, sich zu denken, eigentlich wirkt es bereits toll, jetzt könntest du eigentlich aufhören. Ja, dann stellt man sich vor, dass sich da wirklich ein Beschauer mal reinversetzt und denkt man, aha, aus der Stelle könntest du noch was machen. Und dann stelle ich mir sehr oft vor, wenn ein Ausschnitt dieses Bildes jetzt meine malerische Visitenkarte wäre, wäre ich dann damit schon zufrieden. Und dann merkt man, da hapert es noch, das ist nur ausbaufähig.